Herzlichen Dank, Herr Ministerpräsident. Bevor ich die Aussprache öffne, möchte ich auf der Besuchertribüne begrüßen unsere ehemalige Kollegin Karin Wolf. Liebe Frau Wolf, seien Sie uns herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie bei uns sind. Die vereinbarte Rednerreihenfolge ist, dass wir nun mit der SPD beginnen. Dann folgt BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, dann die Fraktion der AfD, die ihre Redezeit bereits aufgeteilt hat, dann die Freien Demokraten, dann die LINKE, dann die CDU-Fraktion und, sofern gewünscht, die fraktionslose Abgeordnete dann noch. Den Oppositionsfraktionen sind 5 Minuten zusätzliche Redezeit zugewachsen. Herr Fraktionsvorsitzender Schäfer-Gümbel, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen! Die Rollenverteilung im Hessischen Landtag in der 20. Wahlperiode ist eindeutig. Am 28. Oktober haben die Bürgerinnen und Bürger mit der denkbar knappsten möglichen Mehrheit von knapp 1.000 Stimmen Schwarz-Grün im Hessischen Landtag bestätigt. Damit ist die Rollenverteilung klar. Es gibt Regierungsfraktionen, die für sich in den letzten 5 Jahren bereits den Anspruch vertreten haben, dass sie entscheiden. Und es gibt auf der anderen Seite Oppositionsfraktionen, insbesondere die sozialdemokratische Fraktion als stärkste Oppositionsfraktion, die in ihrer Oppositionsrolle die Aufgabe hat, die Regierungspolitik zu begleiten, zu überwachen und Gegenvorschläge zum Regierungshandeln zu machen. Und in diesem Rollenverständnis werden wir als sozialdemokratische Landtagsfraktion auch genau diese 5 Jahre angehen, auch wenn dieser Wahlsonntag für uns nach wie vor Nachwirkungen hat. Und Sie werden das an ein paar Stellen meiner Rede merken, weil ich glaube, dass das nicht nur uns so geht. Und damit will ich zur Regierungserklärung des Ministerpräsidenten kommen, der, wenn er blutiger Anfänger wäre, dann wäre das eine Regierungserklärung, die ich in der Sache an vielen Stellen anders aufnehmen würde, als nach den Erfahrungen der letzten 20 Jahre. Der Ministerpräsident ist kein blutiger Anfänger. Er hat Verantwortung seit 20 Jahren. Er hat eine Mannschaft aufgestellt, die am Ende auf der Unionsseite auf 66 Regierungsjahre kommt. Worin darin der Neuanfang liegen soll, ist mir nicht klar. Er hat seine Regierungserklärung überschrieben mit Aufbruch im Wandel. Das Problem ist schon in der Regierungserklärung deutlich geworden. Wenn man einen Aufbruch angehen will, braucht man ein Ziel, eine Idee, und man braucht am Ende vor allem Mut, diese Fragen anzugehen. Und davon war heute nichts zu spüren. Ich bin sehr sicher, dass der Ministerpräsident viele Menschen beteiligt und beschäftigt hat, um diese Regierungserklärung zu schreiben. Aber das, was er versucht hat, als Zukunftsbild zu entwickeln, davon war am Ende aus meiner Sicht wenig zu sehen. Keine normale Wahl war das am 28. Oktober. Das gilt insbesondere für Union und SPD. Deswegen hätte ich eigentlich die Erwartung gehabt, schon beim Lesen des Koalitionsvertrags, dass es nicht einfach eine Verlängerung der Gegenwart gibt, sondern dass wir uns einmal konsequent mit der Frage beschäftigen, was ist da eigentlich passiert, woher entsteht die Verunsicherung, von der der Ministerpräsident auch, wie ich finde, zu Recht gesprochen hat. Mein Eindruck ist und bleibt, dass das Credo dieses Koalitionsvertrags und dieser Regierungskonstellation mehr der Machterhalt ist und weniger die Reformpolitik in diesem Land. Die GRÜNEN haben sich ja in aller Form auch versucht, gegen eine Reformregierung in Hessen zu winden. Eines muss man BÜNDNIS 90 die GRÜNEN allerdings lassen bei diesem Koalitionsvertrag, Herr Wagner. Mit 19,8 % haben Sie in der Tat aus Sicht der GRÜNEN, mit einer Ausnahme, zu der ich später kommen werde, ziemlich viel herausgeholt, einschließlich 90 % der freien Mittel des Haushalts, also die nicht zwingend gebunden sind durch formale Vorgaben, durch Personalgeschichten. 90 % der freien Mittel sind in grünen Ressorts. Deswegen werden die nächsten 5 Jahre mit Blick auf die Ansprüche spannend. Aufbruch im Wandel
ist zumindest auf der Unionsseite, Herr Boddenberg, Herr Bouffier, wenig zu sehen. Ich habe eben schon eine Bemerkung dazu gemacht. Das Kabinett besteht doch eher aus altbekannten Gesichtern, auch wenn Sie behaupten, dass es ein Team für die Zukunft ist. Mein Eindruck ist jedenfalls, und ich glaube, dass ich damit nicht alleine bin, dass die tatsächliche Besetzung des Kabinetts eher das Resultat des beliebten Kinderspiels Reise nach Jerusalem war, als die Frage des Neuanfangs, der eben beschrieben wurde. Jedenfalls sind diejenigen wieder auf den Stühlen, deren Stimmen im Hessischen Landtag bei der Wahl des Ministerpräsidenten gebraucht wurden. Da liegt kein Aufbruch drin. Und damit will ich, anders als der Ministerpräsident, auch gar nicht eine Stunde zehn verbringen, sondern ich will mich heute ausdrücklich konzentrieren auf die strategischen Fragen des Landes in den nächsten Jahren. Und der Ministerpräsident hat ja versucht, in seiner Rede auch mit der einzigen neuen wirklichen Personalie, die ich in der Tat begrüßt habe, weil ich Frau Sinemus ausdrücklich zubillige und auch zutraue, dass sie diese große Aufgabe der Digitalisierung in dieser hessischen Landesregierung angehen kann, wenn sie dazu die Möglichkeiten bekommt. Auch dazu werde ich gleich noch ein paar Bemerkungen machen. Und deswegen wundert es nicht, dass die Digitalisierung, weil es im Prinzip das einzige Neue ist nach den letzten fünf Jahren, das Sie hier zu bieten haben, zumindest in Ihrem schriftlichen Manuskript, ich habe jetzt bei Ihrem Vortrag nicht mehr mitgezählt, 33 Mal als Begriff auftaucht. Aber die spannende Frage, wenn ich mir Ihre Rede anhöre und auch durchlese, ist, ob das Nennen von 33 Mal des Wortes digital in den unterschiedlichsten Abwandlungen, ob daraus irgendeine Form von Strategie wird. Ich will Sie Ihnen eine Passage vorlesen, damit sie sich noch einmal vermittelt. Sie schreiben in Ihrem Manuskript, wir behalten dabei besonders die Beschäftigten im Auge. Die Digitalisierung stellt Sie vor grundlegende Veränderungen Ihres Berufslebens. Die Sorgen um die Zukunft des eigenen Arbeitsplatzes werden konkret. Arbeit 4.0 verändert unsere hergebrachten Produktionsweisen, Dienstleistungen, damit auch Berufsbilder. Wir laden die Wirtschaft und Gewerkschaften ein, im Dialog zu gemeinsamen Lösungen zu kommen, die wir als Chancen dieses Veränderungsprozesses im Interesse der Beschäftigten gestalten. Von einer Landesregierung, die für sich in Anspruch nimmt, im Besitz der tieferen Wahrheit zu sein, kann man allerdings erwarten, dass wenigstens ein einziger Vorschlag gemacht worden wäre, wie man denn in diese Gespräche geht. Ich will dazu gerne ein paar Bemerkungen machen. Ja, zu dem lebenslangen Lernen komme ich gleich noch, Herr Bouffier. Keine Sorge. Dieser Koalitionsvertrag und diese Regierungserklärung ist geprägt und getragen von einem Weiter-so. Sicherheit im Wandel mit konkreten Vorschlägen spielt keine Rolle. Sie hätten beispielsweise, und da sind wir möglicherweise in der Sache unterschiedlicher Auffassung, über das Arbeitslosengeld Q reden können als einen Vorschlag, wie man mit dem Wandel in der Arbeitswelt umgeht, oder mit dem Chancenkonto, mit einem möglichen Vorschlag zu einer Wahlarbeitszeit, um die Fortschritte und Chancen der Digitalisierung für eine moderne Arbeitszeitgestaltung und Arbeitsplatzgestaltung angemessen sowohl für Arbeitgeber, aber auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu nutzen. Aber nichts davon ist in diesem Vorschlag vermittelt worden. Sie haben in dieser Regierungserklärung keinen einzigen konkreten Vorschlag dazu gemacht. Ich finde, das ist zu wenig, wenn man hier über Aufbruch im Wandel redet. Die Begriffe lebensbegleitendes Lernen, Weiterbildung, Nachqualifizierung kommen im Kern in dieser Regierungserklärung nicht vor. Sie haben ein bisschen über das Thema Infrastruktur und den ländlichen Raum geredet. Mir ist auch nach Ihren Ausführungen nicht klar, wie Sie das am Ende umsetzen wollen. Dass das Thema Digitalisierung nicht nur mit Infrastruktur etwas zu tun hat, sondern mit Bildungsinhalten, hat in Ihrer Rede keine Rolle gespielt. Ich finde, das ist, wenn man sich mit Digitalisierung als dem zentralen Thema beschäftigt, einfach zu wenig. Sie haben sich für Fragen der IT-Sicherheit gerühmt und Maßnahmen angekündigt. Ich halte das im Kern für richtig, weil es notwendig ist, sich mit dem Datenschutz und Datensicherheit, E-Governance und anderen Themen zu beschäftigen. Ich hätte mir heute gut vorstellen können, dass einmal ein Vorschlag dazu kommt,
wie man die Hessische Datenverarbeitungszentrale neu aufstellt und weiterentwickelt. Aber auch dazu kam nichts. Dass Sie allerdings mit dem Thema Datenschutz nur wenig zu tun haben und Ihre Probleme haben, das hat Ihnen nun das Bundesverfassungsgericht erneut ins Stammbuch geschrieben, mit Blick auf Ihre zum zweiten Mal gescheiterten Vorschläge zum Thema Kfz-Kennzeichnungserkennung. Deswegen wundert es mich auch nicht, dass das Thema im Kern hier heute keine Rolle gespielt hat. Aber das ist so wenig. Es ist so wenig, wenn man den Anspruch hat, die Digitalisierung zum zentralen Thema zu machen, gerade auch vor dem Hintergrund der Stärke Hessens, der Wirtschaftsstruktur. Da muss schon ein bisschen mehr Substanz an das, was man erzählt, und darf sich nicht nur aufschreiben lassen, damit das Stichwort möglichst oft vorkommt. Jedenfalls war Ihre Regierungserklärung in diesem Punkt eine ziemliche Enttäuschung. Das gilt im Übrigen auch für andere Themen. Das gilt beispielsweise für Ihren kurzen Ausflug zum Thema Finanzplatz. Gerade der Finanzplatz und die Finanzwirtschaft als zweitgrößter Beschäftigungssektor in Hessen hätte es verdient, sich hier in dieser Rede etwas ausführlicher behandelt zu werden, mit Blick darauf, dass alle beteiligten Fachleute sagen, dass, wenn die Digitalisierung in ihren Arbeitsplatz- und Wertschöpfungseffekten irgendwo eine Rolle zeitnah spielt, dann ist es der Finanzplatz und die Finanzwirtschaft. Und es ist der zweitgrößte Beschäftigungssektor. Und es hat in Ihrer Regierungserklärung faktisch keine Rolle gespielt, mit Ausnahme zumindest im Redemanuskript oder im Koalitionsvertrag spielt es noch eine Rolle, Ihrer sogenannten Deutschlandrente, die ja von der Fachwelt im Kern wie auch von den Fraktionen im Deutschen Bundestag von Grün angefangen bis zur Union als Rohrkrepierer bezeichnet wird. Das ist zu wenig, wenn man den Anspruch formuliert, Aufbruch in Hessen zu schaffen. Und ich will ganz bewusst mit Blick auf mögliche Verwerfungen der nächsten Zeit das Thema Finanzplatz noch ein bisschen weiterentwickeln. Weil, wenn es so ist, dass der Finanzplatz und der Finanzsektor der zweitgrößte Beschäftigungssektor unseres Landes ist und ja im Wesentlichen auch bei allen Schwächen immer noch einer der wesentlichen Gründe dafür, dass Hessen ein finanzstarkes Land ist, muss man sehr genau hinschauen, was da gerade passiert. Das gilt aber nicht nur für den Finanzsektor. Die drei größten Beschäftigungssektoren des Landes sind Verkehr und Logistik, insbesondere auch die Luftverkehrswirtschaft, zweitens der Finanzplatz und der Finanzsektor und drittens der gesamte Block Automotive. Dass in einer Regierungserklärung die drei großen Beschäftigungssektoren angesichts der Verwerfungen, die wir gerade erleben, die drohen auch durch den Brexit, nicht konkretisiert werden, auch mit Blick auf die Fragen, was das technologisch heißt, was das für den Erhalt von Wertschöpfung heißt, dass man möglicherweise einmal zwei Sätze dazu sagt, im Mutterland und im Stammland von Opel, dass das, was PSA gerade bei Opel macht, eine Sauerei mit den Beschäftigten ist. Das hätte man zumindest einmal erwarten können. Das gilt erst recht, wenn man den Punkt Verkehrswende ernst nimmt und Mobilitätswende. Wenn wir darüber reden, dass wir die Elektrifizierung der Mobilität wollen und brauchen, was heißt das denn für Technologiestränge? Was heißt das denn für die Ausrichtung der Forschungs- und Wissenschaftspolitik des Landes, wo beispielsweise in anderen Bundesländern in der Tat so etwas wie industrienahe Forschung intensiv begleitet wird? Ich höre aus dem Automotive-Bereich in Hessen eher kritische Distanz dazu, was passiert. Aber es wird am Ende, wenn es nicht gelingt, diesen Prozess gestalterisch zu begleiten, am Ende zu Wohlstands- und zu Arbeitsplatzverlusten im massiven Umfang in Hessen führen. Und ich hätte mir angesichts dieser Fragen, die in den nächsten fünf Jahren von zentraler Bedeutung für unser Land werden, erwartet, dass ein Ministerpräsident dazu in einer Regierungserklärung zu Beginn der Legislaturperiode etwas sagt. Und damit will ich gerne zum zweiten großen Feld kommen, das aus unserer Sicht strategische Bedeutung für das Land hat und ja auch im Landtagswahlkampf eine große Rolle gespielt hat.
Das ist in der Tat die Frage der Mobilitätswende und in welchem Zustand die Mobilitätswende auch und gerade in Hessen ist. Die Scherze auf Twitter, die mir längst Oberkante Unterlippe stehen, zum Thema staufreies Hessen. Wir erinnern uns alle, es gab einmal einen Ministerpräsidenten, Roland Koch, der vor der Landtagswahl 1999 gesagt hat, dass wenn er Ministerpräsident wird, dann werden am nächsten Tag die Baggerrollen an der A49 und der A44. Hat nicht ganz funktioniert. Ich bin froh, dass im Koalitionsvertrag wenigstens steht, dass die A44 weitergebaut werden soll. Die Ankündigung des Ministerpräsidenten, dass er den Riederwaldtunnel bis Ende der Periode fertiggestellt haben, das legen wir uns ganz definitiv wie manch anderes, was gesagt wurde, auf die Seite und schauen es uns in 5 Jahren an. Aber dass wir gut, ich habe den Ministerpräsidenten offensichtlich falsch zitiert, dann will ich das ausdrücklich im Protokoll mir noch einmal anschauen und im Zweifelsfall zurücknehmen. Weil falsch zitieren will ich natürlich ausdrücklich niemanden. Aber ich freue mich darüber, dass die A44 wenigstens weitergebaut werden soll. Aber dass das Thema Mobilitätswende in Hessen riesige Vollzugsdefizite hat, konzeptionelle Probleme, das ist doch offensichtlich. Und ich bin ziemlich sicher, dass diese Regierungskoalition nicht noch einmal 5 Jahre damit durchkommen wird, kommunikativ, dass sie 5 Jahre erklärt, dass sie sich mag. Das wird in den nächsten 5 Jahren ganz ausdrücklich nicht mehr reichen, sondern sie werden in diesen großen strategischen Fragen liefern müssen. Das ist übrigens auch das beste Rezept gegen Populismus, aber dazu komme ich am Ende noch einmal. Wenn Busse und Bahnen voll sind, dann muss man von einem Land genauso wie von allen anderen Akteuren, weil das Land das nicht alleine kann, das ist eine Binsenwahrheit. Aber dann muss man von einem Land erwarten, dass da mehr Tempo und Druck reingemacht wird. Das gilt auch für den Straßenbau. Und ich bleibe dabei, dass die im Grundsatz richtige Botschaft Sanierung vor Neubau, und das haben wir 5 Jahre immer mitgetragen, in Hessen ganz offensichtlich in letzter Zeit eher zu wurde, Sanierung statt Neubau. Und das halten wir für falsch. Wir werden auch bei der Frage der Infrastrukturentwicklung weitere Maßnahmen ergreifen müssen. Das gilt für den schienengebundenen Verkehr, ganz besonders, weil wir ansonsten die verkehrlichen Fragen in Hessen nicht gelöst bekommen. Aber es gilt eben ganz ausdrücklich auch für den Straßenbau. Ich nenne nur einmal das Stichwort Odenwald, übrigens ein Landkreis, der uns hier im Hessischen Landtag in nächster Zeit sicherlich häufiger beschäftigen wird. Dazu hätte ich mir übrigens dann auch gewünscht, Herr Ministerpräsident, dass ein paar Sätze mehr zur Frage der Perspektive von Hessen Mobil im Hessischen Landtag in dieser Regierungserklärung fallen. Weil Hessen Mobil ist das zentrale Instrument des Landes bei der verkehrlichen Infrastrukturentwicklung. Und wie die Verzahnung auch mit dem Ministerium aussehen soll und wie vor allem der notwendige Personalaufbau in den nächsten Jahren sichergestellt werden soll. Das Thema Fachkräftemangel im öffentlichen Dienst wird eine Riesenherausforderung für uns alle werden. Es hat in den letzten 2 Jahren immer mal wieder eine Rolle gespielt. Wir haben dazu unterschiedlichste Vorschläge gemacht. Und ich stelle fest, dass in Ihrer Regierungserklärung das faktisch keine Rolle gespielt hat, einschließlich größerer Infrastrukturprojekte wie der aus meiner Sicht zwingend notwendige Ringschluss um den Ballungsraum Frankfurt-Rhein-Main, also den schienengebundenen Ringschluss um Frankfurt-Rhein-Main, den man jetzt anschieben muss, wenn man will, dass er in 15 oder 20 Jahren Realität werden will, weil diese Themen so ansperrig sind. Auch da hätte ich mir gewünscht, dass etwas dazu gesagt wird. Dass nichts dazu gesagt wird, macht mich sehr nachdenklich, was die Frage angeht. Zu Fahrverboten und zum Diesel halte ich mich heute zurück, weil wir morgen die Gelegenheit haben, das intensiv zu diskutieren. Aber auch darüber werden wir zu reden haben. Und über das Thema Straßenausbaubeiträge, ebenfalls ein Element von Stärkung ländlicher Raum auf der einen Seite und der Frage auch von Verkehrs- und Infrastrukturpolitik, haben wir gestern bereits intensiv miteinander diskutiert. Ich will allerdings einen Punkt da noch einmal aufnehmen, weil der ist mir gestern in der Debatte zu kurz gekommen. Die Frage der Unterfinanzierung der kommunalen Seite, wo wir uns zwischen Schwarz-Grün und dem Rest heftig gestritten haben,
hat sich deswegen in den letzten Jahren so verschlechtert, weil man ja immer sehen muss, dass der Aufgabenkatalog für die kommunale Seite in Hessen überdurchschnittlich stark gestiegen ist und die Finanzierung eben nicht entsprechend mitgewachsen ist. Das hat hier insbesondere bei dem Thema Investitionen beim kommunalen Finanzausgleich immer eine große Rolle gespielt. Und dieses Thema ist nicht weg. Das heißt, wenn man Ihren Ansatz, den ich für falsch halte, aber wenigstens ernst nehmen würde, dann muss man dafür sorgen, dass die kommunale Seite mit Finanzmitteln so ausgestattet werden kann, dass sie eine ernsthafte und realistische Chance hat, diese Entscheidung auch zu treffen, Straßenausbaubeiträge abzuschaffen. Sonst bleibt es eine Mogelpackung. Kollege Michael Boddenberg wird sich möglicherweise an die erste Haushaltsdebatte der letzten Legislaturperiode erinnern, als ich vorgeschlagen habe, weil ich weiß, dass das Thema Staatsmodernisierung ein sperriges und schwieriges Thema ist, dass ich vorgeschlagen habe, mit Blick auf den modernen Staat eine Enquetekommission einzurichten, weil ich glaube, auch nach den Erfahrungen der letzten 40 Jahre, Stichworte sind die Stadt Lahn und manch anderes mehr. Nun rede ich nicht über Gebietskörperschaften, sondern ich rede über Funktionalreform. Alles komplizierte und schwierige Themen sind. Die Antwort von Ihnen, Herr Boddenberg, war damals in der Debatte, Sie machen Staatsmodernisierung in Hessen jeden Tag. Das war ein netter Lacher, den wir damals miteinander hatten. Ich will es trotzdem noch einmal versuchen seitens der SPD-Fraktion, weil Opposition eben auch heißt konstruktiv kritische Begleitung. Ich will das noch einmal in Richtung der Regierungsfraktion genauso wie beim Thema Finanzplatz sagen. Wir bieten Ihnen an, gemeinsam Enquetekommission oder ein anderes Instrument zu finden, um das Thema der Staatsmodernisierung endlich anzugehen. Unsere Strukturen müssen überarbeitet werden. Fachkräftemangel ist das eine Thema, Digitalisierung ist das andere Thema. Ich glaube, in einer gemeinsamen Kraftanstrengung kann man da einiges erreichen, weil wir es aus dem parteipolitischen Streit herausnehmen könnten. Das Angebot der SPD-Landtagsfraktion ist nach wie vor, lassen Sie uns diese große gemeinsame Aufgabe endlich angehen. Das Durchwursteln muss jedenfalls ein Ende haben. Wenn wir über Mobilitätswende reden, reden wir natürlich auch über den Luftverkehr. Der Ministerpräsident hat dankenswerterweise das Interview von Thomas Jühe, dem Vorsitzenden der Fluglärmkommission, von vergangener Woche in einer Tageszeitung aufgenommen, mit dem Hinweis darauf, dass Thomas Jühe in dem Interview ausdrücklich gesagt hat, auch als Sozialdemokrat, dass er froh ist, dass unter der letzten Landesregierung und insbesondere dem derzeitigen Wirtschaftsminister in Sachen Fluglärm mehr passiert ist als davor. Und diese Einschätzung teile ich ausdrücklich. Das haben wir auch mehrfach gesagt. Unser Punkt war nur immer in der Debatte, auch mit dem Wirtschaftsminister, der sich fünf Jahre in keiner Regierungserklärung mit diesem Thema beschäftigt hat, kein einziges Mal, obwohl es eines der streitigsten Themen der Landespolitik war, weil der Wirtschaftsminister sich dieser Debatte hier im Haus aus eigener Initiative und Kraft immer verweigert hat, dass wir der Auffassung sind, und das haben wir dann auch immer mal wieder gesagt, dass manches von dem, was er in den letzten fünf Jahren gemacht hat, noch vor der letzten Landtagswahl sozusagen, wenn es die Sozialdemokratie vorgeschlagen hat, als reformistisch abgelehnt wurde. Ich erinnere mich noch an Sondierungsgespräche zwischen BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, SPD und der Linkspartei von vor fünf Jahren, wo diese Frage eine der ganz großen Konflikte war, weil BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und auch der Landesvorsitzende damals Tarek Al-Wazir nicht sprechfähig war bei den Themen Lärmobergrenze, bei der Frage Lärmpausen und vielem anderen mehr, weil sich alle belagert haben, nach dem Motto, wer sich zuerst bewegt, hat verloren. Das war eine Form von Mikado, die da politisch gespielt wurde. Die ist bedenklich. Und den Teil halten wir auch aufrecht. Trotzdem ist in den letzten fünf Jahren das ein oder andere passiert. Bei der Frage Lärmpausen haben wir und Lärmobergrenzen haben wir konzeptionell unterschiedliche Vorstellungen gehabt. Ich will allerdings auch sagen, dass die Widersprüchlichkeit, und das Thema Widersprüchlichkeit wird gleich noch ein paar Mal eine Rolle spielen, dass das Thema Widersprüchlichkeit und Widersprüche, dass das eines der Punkte sein wird, die in der nächsten Zeit hier eine immer häufigere Rolle spielen werden. Weil der anfängliche Widerstand von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, ich erinnere mich an die Bild-Zeitung nach dem Motto, mit mir kein T3,
sich dann am Ende auflöste im Fernbleiben beim Spatenstrich vom T3. Kann man so machen. Besonders klug und geschickt fand ich das nicht. Dass unter Tarek Al-Wazir und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN mehr Nachtflüge genehmigt wurden als jemals zuvor, und nicht einmal Florian Rentsch hat das hingekriegt, gehört auch zur Wahrheit dazu. Und mein Dauerärgernis ist die politisch motivierte und begleitete – motivierte ziehe ich zurück, weil es nicht politisch motiviert war – aber politisch abgesicherte Ansiedlung von Ryanair am Frankfurter Flughafen, dieser Heuschrecke des Luftverkehrs, ist nach wie vor etwas, was politisch ebenfalls mit dieser Regierung nach Hause geht. Und mit uns hätte es das in der Tat nicht gegeben. Das haben wir für falsch gehalten. Und dass der Ministerpräsident in seiner Regierungserklärung, Aufbruch im Wandel zu den beiden Fragen, nämlich wie gehen wir mit dem Thema Ryanair und Beschäftigungssituation am Frankfurter Flughafen und wie gehen wir mit dem Dauerstreit und Dauerkonflikt zwischen Lufthansa auf der einen Seite und Fraport auf der anderen Seite um, gar nichts sagt, ist auch ein Hinweis darauf, dass bestimmte Fragen auch in Zukunft liegen bleiben werden. Ich habe mich im Koalitionsvertrag darüber gefreut, dass die GRÜNEN ganz offensichtlich ihren Frieden jetzt auch mit Kassel-Calden gemacht haben. Das fand ich auch angesichts der Wahlkampfsituation einen interessanten Vorgang. Aber gut, das ist jetzt auch gut so. Aber ich will es trotzdem noch einmal unterstreichen. Wir werden in der Flughafenpolitik wie in anderen Bereichen immer differenziert draufschauen, was ist richtig, was teilen wir. Das werden wir auch positiv begleiten. Und da, wo wir anderer Auffassung sind, werden wir es einbringen. Das gilt im Übrigen auch in der Energiewende. Und dazu hatten wir gestern schon Gelegenheit, etwas zu sagen. Aber ich will es heute noch einmal aufnehmen, weil auch das hat etwas mit Widersprüchen zu tun und mit Widersprüchlichkeiten. Ich war vor wenigen Wochen in meiner SPD-Fraktion in der Regionalversammlung. Und das Thema Teilplan erneuerbare Energien Südhessen hat ja eine gewisse Rolle gespielt. Dass die grüne Regierungspräsidentin den neuen Teilplan erneuerbare Energien zwei Tage vor der Landtagswahl mit USB-Stick den Abgeordneten schickt und dann mit dem Hinweis verwendet, man möge das doch möglichst noch im Dezember beschließen, dass parallel dazu Sandra Funken, CDU-Abgeordnete aus dem Odenwaldkreis, die mit wenigen Stimmen Vorsprung den Wahlkreis gewonnen hat, mit einer hochaggressiven Positionierung gegen jedes einzelne Windrad im Odenwaldkreis und dem Hinweis darauf, dass man ja eigentlich in Südhessen in der Regionalversammlung nichts mehr machen könne, weil das sei ja das Problem der Großen Koalition. Während der Kollege Frank Diefenbach von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, dessen Homepage ich heute Morgen noch einmal ausführlich studiert habe, ausdrücklich diese Grundposition teilt, die die SPD trägt, die die GRÜNEN tragen, die formal auch die Union trägt. Da bin ich ausdrücklich nicht bei der Position von der FDP, was das Thema erneuerbare Energien angeht. Dass das ein Dauerkonflikt dieser Koalition bleiben wird, das ist doch offensichtlich. Die Beispiele sind auch gestern auch schon genannt worden, dass Peter Beuth hier immer frohlockend den Energiewendeanträgen der Koalition zustimmt und in seinem eigenen Wahlkreis keine Gelegenheit auslässt, gegen jedes Windrad zu polemisieren, das ihm über den Weg läuft oder gebaut wird. Und dieser Konflikt wird bleiben, und dieser Konflikt wird größer. Ich habe in meiner Fraktion auch in der Regionalversammlung gesagt, ich glaube, dass das 2%-Ziel, so wie wir es im Energiegipfel auf Ihre Einladung hin vor einigen Jahren gemeinsam verabredet haben, angesichts der Entscheidung der Kohlekommission so nicht aufrechterzuerhalten bleiben wird. Wir werden beim Thema Netzausbau, beim Thema Speicherung und bei der Frage des Zubaus von erneuerbaren Energien nachlegen müssen. Und dazu muss es auch in Südhessen einen regionalen Ausgleich geben, weil diese Frage nicht alleine im Rheingau, im Main-Kinzig-Kreis und im Odenwald gelöst werden kann. Aber die Position, gar kein Windrad mehr aufzubauen, wird ganz sicherlich nicht mehrheitsfähig sein. Und ich verspreche Ihnen, dass Sie sehr bald in namentlicher Abstimmung die Gelegenheit haben können, sich zu den energiepolitischen Vorschlägen von Schwarz-Grün hier zu bekennen. Aber wir werden den Wirtschaftsminister dabei ausdrücklich bestärken.
Nun, bei all dem, was ich gesagt habe, wird der Wirtschaftsminister viele Aufgaben hat. Ich dachte ja eigentlich, er wird entlastet, zumal er schon vor der Landtagswahl immer und immer wieder erklärt hat, dass ein Wohnungswirtschaftsministerium oder ein Wohnungsministerium erst einmal ein Jahr Selbstbeschäftigung sei. Außerdem hat er jeden Tag erklärt, dass die Arbeit von Priska Hinz als Wohnungsbauministerin so exzellent ist, dass das alles nicht notwendig ist. Jetzt haben wir nach der Wahl festgestellt, dass das, was vor der Wahl gesagt wurde, so nicht mehr stimmt. Die Selbstbeschäftigung, die angebliche Selbstbeschäftigung in einem Jahr mit der Neustrukturierung kommt jetzt in das grüne Ministerium von Tarek Al-Wazir. Mein Eindruck ist, dass jenseits der wortreichen Ankündigung offensichtlich die Probleme nicht kleiner werden. Das hat z. B. etwas damit zu tun, dass die erste Ankündigung aus dem neuen Wohnungswirtschaftsministerium ist, dass die Mietpreisbremse für den Raum Frankfurt sogar mit größeren Lücken versehen werden wird, weil mehr Stadtteile aus der Mietpreisbremse, die sowieso nicht funktioniert, weil sie nämlich schon unter der alten Ministerin gescheitert ist, mehr herausgenommen werden sollen, mit der Begründung nach dem Motto, da sei die Mietenentwicklung nicht so stark. Die Stadt Frankfurt und der Mieterverein haben dagegen Position bezogen und haben gesagt, das halten sie für falsch, weil insgesamt die Mietenentwicklung in Frankfurt dramatisch ist. Und was nicht geht, wenn man über Aufbruch im Wandel redet, dass man dann als Ministerpräsident in dieser Regierungserklärung sich hinstellt und dieselben Instrumente, die in den letzten fünf Jahren nicht funktioniert haben, schlicht und einfach nur noch ein bisschen schneller in die Zukunft voranschreiben, das wird keinen bezahlbaren Wohnraum in ausreichendem Maße schaffen. Mein Eindruck ist und bleibt, dass bezahlbarer Wohnraum in dieser Regierung keine Priorität genießen wird. Es wird nicht funktionieren ohne die massive Ausweitung von zusätzlichen Flächen. Und wir wissen alle in diesem Raum, dass das zu Konflikten führen wird, auch und gerade wegen sehr unterschiedlicher politischer Vorstellungen. Es wird nicht gehen, ohne den Kampf gegen die Boden- und Grundspekulation einzudämmen. Und es wird auch nicht gehen, ohne die Einschränkung oder die Schaffung von Entfremdungsverboten, um dafür zu sorgen, dass die Wohnraumspekulation beendet wird. Und es wird am Ende auch nicht ohne schnellere Verfahren gehen und neue und moderne, das heißt vor allem durch Zuschüsse unterlegte Förderprogramme. Ansonsten prognostiziere ich Ihnen, wird am Ende dieser Periode weniger bezahlbarer Wohnraum existieren, insbesondere im Bereich von Sozialwohnungen, als heute zu Beginn der Periode. Und damit will ich zum vierten Punkt kommen, der Frage der Bildungsgerechtigkeit. Und in der Tat, ich habe den Text gerne gelesen, Matthias Wagner, den zum Thema Bildung. Ich habe den Text gerne gelesen, weil mancher Textbaustein hat mich sehr an Wahlprogramme und Anträge der SPD erinnert. Und mein Eindruck war, dass zumindest auf den ersten Blick die bildungspolitischen Vorstellungen, die ja eigentlich aus meiner Sicht zwischen Bündnis 90 und der Sozialdemokratie näher beieinander sind als auf der Seite, das hat die Landesvorsitzende einmal in einem Interview dementiert und anders erklärt. Ich bleibe dabei, dass das meine Einschätzung ist, dass mit Blick auf viele Themen, die wichtig sind, Inklusion, Ganztagsschule, Bildungsinhalte, frühkindliche Bildung, sich ein bisschen was bewegen könnte. Ich glaube, dass es da ein Problem gibt, zu dem ich gleich komme. Aber wenn der Ministerpräsident zum wiederholten Mal, und er hat das ja mitten in die Verhandlungen des Bildungsgipfels, auch wenn die Geschichtsklitterung in dem Buch von Norbert Cartmann ja fröhliche Urstände gefeiert hat, warum der Bildungsgipfel gescheitert ist, ich mich in der Regierungserklärung gerade sehr daran erinnert gefühlt habe, was der Ministerpräsident auf dem JU-Landesparteitag wenige Wochen vor dem Ende des Bildungsgipfels in Hessen gesagt hat. Das ist nämlich keinen Millimeter Bewegung der Union auf die SPD hingeben wird in so wichtigen Fragen wie der Ganztagsschule. Wir haben im Landtagswahlkampf erlebt, wie unsere Vorstellungen zum Thema Ganztagsschule verbrämt wurden. Das ist Teil von politischer Rabulistik geschenkt. Aber dass der Ministerpräsident heute wieder erklärt, dass sich nichts ändern wird,
macht mich doch sehr bösgläubig, ob das, was da auch teilweise an vernünftigen Sachen formuliert wird, am Ende funktioniert. Dazu gehört im Übrigen, dass der Kultusminister Prof. Lorz bis zum Wahltag erklärt hat, in Hessen gibt es keinen Unterrichtsausfall. Lehrermangel kein Thema. Ich habe damals schon immer wieder im Wahlkampf gesagt, wer Kinder hat, und ich habe drei davon, der könnte ein paar Hinweise geben, wie das gerade mit Unterrichtsausfall in Hessen ist und welche Konsequenzen das hat. Der Kultusminister hat wortreich erklärt, das ist gar kein Problem und man sei gut vorbereitet. Nach der Wahl, indem er auch in seine neue Rolle als Sprecher der Kultusministerkonferenz gekommen ist, hat er dann erklärt, es gibt da schon ein Lehrerproblem, es gibt vielleicht auch ein Problem mit Planungen, man müsste über das Thema Unterrichtsausfall reden, beim Thema Ganztagsschule müsste man sich ein bisschen bewegen. Bei Inklusion habe ich jetzt nichts gehört, aber ich glaube, dass da ein richtiges Problem ist. Und das macht mich alles deswegen bösgläubig, weil ich nicht glaube, dass solange das Ministerium unter Führung von Prof. Lorz und, das sage ich ausdrücklich dazu, und auch politisch zugespitzt, unter Staatssekretär Lösel, der ja sozusagen für die linientreue Umsetzung in der Personal- und Organisationspolitik im Hause zuständig ist, angesichts der Ankündigung des Ministerpräsidenten bildungspolitisch irgendwas passiert. Ich glaube, wenn es einen strategischen Fehler von Bündnis 90 die Grünen gab, dann war es darauf zu verzichten, das Kultusministerium zu nehmen. Ich wäre deutlich beruhigter, wenn es in deinen oder in ihren Händen gewesen wäre, als in den Händen von Prof. Lorz. Das will ich heute schon ausdrücklich sagen. Ich will, das hat mit Versuch nichts zu tun, dass Herr Lorz am Ende vor allem auch deswegen Kultusminister geblieben ist, angesichts der Fehlleistung der letzten fünf Jahre, Kollege Boddenberg, weil es etwas mit der Frage zu tun hat, wer hier sitzt und wer hier möglicherweise sitzt, wenn die politische Karriere von Prof. Lorz beendet worden wäre, nämlich einem anerkannten Problemfall aus der Wiesbadener Kommunalpolitik. Das ist, glaube ich, auch ein offenes Geheimnis, Kollege Boddenberg. Ich meine Herrn Lorenz, der ja der Nachfolger als Wahlkreiskandidat von Prof. Lorz gewesen ist. Deswegen hatte er ja auch eine gute Verhandlungsposition. Ich finde nicht, dass in den letzten fünf Jahren im Kultusministerium die Arbeit gemacht wurde, die eigentlich notwendig ist. Da will ich einmal verweisen auf die ausführlichen Bemerkungen des Ministerpräsidenten zum Thema Integration und Zusammenhalt. Die Bildungspolitik ist zentral dafür. Die Bildungspolitik ist zentral dafür, dass die Integrationsaufgaben gelöst werden können. Deswegen werden wir sehr genau hinschauen, was da weiter passiert. Es überzeugt uns ausdrücklich nicht, ich wiederhole das, weil der Ministerpräsident und die Hessische Union in den letzten 20 Jahren immer und immer wieder gesagt haben, dass auch bei den fortschrittlichen Fragen von Ganztagsschule, von Inklusion, von Bildungsinhalten, von kultureller Bildung nichts passiert. Ich fand, dass wir im Wahlkampf ein paar interessante Debatten dazu gehabt hätten. Wenn man über Aufbruch im Wandel redet, ist das, was die Koalition heute oder der Ministerpräsident vorgetragen hat, entschieden zu wenig. Lassen Sie mich am Ende ein paar noch grundsätzliche Bemerkungen machen. Ich habe am Anfang gesagt, dass der 28. Oktober ein besonderer Wahltag war, und er hat insbesondere zwei Parteien besonders gefordert. Das sind Union und SPD. Ich glaube, dass angesichts der richtig aufgeworfenen Fragen in der Regierungserklärung die Antworten nicht überzeugt sind. Die Frage der Widersprüche in der Koalition, die Sie in den letzten fünf Jahren unter anderem auch durch Finanzpolitik lösen konnten, indem jeder sozusagen seinen Teil bekommen hat, das Modell ist möglicherweise angesichts der Ankündigungen zur weiteren Finanzentwicklung begrenzt. Insofern wird die Koalition in den nächsten fünf Jahren sich stärker auch mit den inhaltlichen Widersprüchen beschäftigen müssen. Das gilt für die Frage der Energiepolitik. Das gilt für Verkehr. Das gilt für Wohnen. Das gilt allerdings auch für andere Themen. Ich will deswegen am Ende ganz bewusst auf vier Sätze des Ministerpräsidenten eingehen, die mich überrascht haben, dass es nur vier Sätze waren. Das waren die vier Sätze zu den Vorfällen in der hessischen Polizei. Ich teile ausdrücklich, was der Ministerpräsident nach den ersten vier Sätzen
zum Allgemeinen gesagt hat. Wir werden alle zusammen, und ich glaube, dass die Sozialdemokratie dazu in den letzten Tagen viele Beiträge geleistet hat, dass das inakzeptable Verhalten einiger weniger Beamtinnen und Beamten auf die große Mehrzahl unserer Polizeibeamtinnen und Beamten übertragen wird. Das ist nicht der Gegenstand. Aber dass am Ende vier Sätze zu diesem Vorfall in dieser Regierungserklärung bleiben, dass der Ministerpräsident keinen einzigen Satz zu den Angriffen auf die Rechtsanwältin Seda Basay Yildiz sagt, finde ich wirklich nicht in Ordnung. Ich finde es nicht in Ordnung. Ich finde es deswegen nicht in Ordnung, weil jenseits, und ich will es ausdrücklich aussprechen, ob man die Arbeit der Rechtsanwältin in allen Fragen teilt, ich meine damit explizit die Rechtsvertretung gegenüber Terrorverdächtigen, die ja der zweite Teil ihrer Mandantschaft ist, neben NSU, dass diese Frage nicht dazu führen darf, dass wir uns zurückziehen und akzeptieren, dass es Angriffe auf eine Vertreterin unseres Rechtswesens geht. Und da hätte ich mir vom Ministerpräsidenten heute klare Worte gewünscht. Die sind nicht gefallen, und deswegen sage ich es. Angriffe auf Rechtsvertreterinnen und Rechtsvertreter sind genauso inakzeptabel wie Angriffe auf alle anderen, aber da ganz besonders. Und das muss unser Konsens sein. Und es verwundert mich, dass die Koalitionsfraktionen in dieser Frage so durch sind. Ich hätte mir da in den letzten Tagen und Wochen mehr und klare Erklärungen gewünscht. Und deswegen will ich noch einmal etwas zu dem grundsätzlichen Vorfall NSU 2.0 und dieser Polizeigruppe sagen. Nach dem Protokoll des Innenausschusses vom 19. Dezember 2018 war der hessische Innenminister nach eigenem Bekunden von den Drohungen gegen die Anwältin am 6. August 2018 informiert. 16 Tage vor den Abschlussberatungen des Hessischen Landtags über den Untersuchungsausschuss NSU. Es ist anders als in anderen schwerwiegenden Fällen, die Opposition nicht informiert worden auf der Ebene der Obleute. Es hat auch bis zur Landtagswahl keine Rolle gespielt. Und eine der spannenden Fragen für mich in der Aufklärung und Begleitung hier im Hessischen Landtag wird in den nächsten Wochen sein. Wer wusste nach dem 6. August 2018 jenseits des Innenministers in dieser Koalition von den Vorfällen? Weil natürlich wäre das klimatisch auf die Debatte Mitte August hätte das eine Auswirkung gehabt. Wir hätten darauf gemeinsam anders reagiert. Und deswegen ist der Vorgang noch lange nicht beendet, auch in der parlamentarischen Aufbereitung. Es sind zwei unterschiedliche Vorgänge. Und deswegen wäre es aber richtig gewesen, wenn der Ministerpräsident, wenn er schon eine Regierungserklärung unter der Überschrift Aufbruch im Wandel setzt, diese Frage hier und heute anders aufnimmt, als er es getan hat. Das ist wieder einmal eine verlorene Chance des Ministerpräsidenten, hier klar Position zu beziehen, jenseits von Sonntagsreden. Ich will aber dennoch auch diesen Teil persönlich schließen. Die Hessische Sozialdemokratie hat in der vergangenen Legislaturperiode, und das ist hier mehrfach zum Thema gemacht worden, im Umgang mit der Humanitätskrise 2015-2016 auf jede politische Profilierung gegen die Landesregierung verzichtet. Wir haben uns gemeinsam auf den Weg gemacht, die Probleme und Herausforderungen zu lösen. Und das hat auch am Anfang sehr gut funktioniert. Ich glaube, dass auch das in Teilen andere politische Klima etwas damit zu tun hat, dass wir uns nicht wechselseitig erklärt haben, wer an der Stelle möglicherweise an der einen Stelle mal den Fehler gemacht hat oder den Fehler gemacht hat. Und das wird die Grundhaltung der Sozialdemokratischen Partei auch in dieser Periode sein. Wir werden dort, wo es um die großen Fragen geht, von Zusammenhalt und Zusammenarbeit diese Grundlinie weiter durchhalten.
Das ist das ausdrückliche Angebot an die Regierungskoalition, in solchen konkreten Fragen, aber auch in den abstrakten, dafür zu sorgen, dass eine demokratische Klammer in diesem Land weiter stabil und stark ist. Weil das ist doch auch das Ergebnis der Landtagswahl. Es ist Ausdruck von Verunsicherung. Es ist Ausdruck auch von Diskriminierung. Dazu komme ich gleich noch einmal. Aber es ist vor allem auch ein Problem der demokratischen Zusammenarbeit. Deswegen will ich, nachdem der Ministerpräsident mehrfach Zitate gesprochen hat, mein wichtigstes Zitat aus den letzten zwei Jahren auch hier wieder zum Besten geben, wenn ich den großen Ministerpräsidenten Georg August Zinn hier erneut zitieren darf, der einmal formuliert hat, dass Demokratie nicht nur eine Staatsform ist, sondern Demokratie eine Lebenshaltung. Und dieser Satz zum Ausdruck bringt, dass die Frage, ob unser demokratisches Gemeinwesen funktioniert, nicht davon abhängt, ob wir sozusagen uns in tiefer Freundschaft verbunden sind, sondern ob wir in den entscheidenden Fragen Verantwortung gemeinsam übernehmen, nicht nur für uns selbst, sondern für das Ganze. Und unser Anspruch als Sozialdemokratie bleibt auch in dieser Periode, genau danach zu arbeiten. Und ich hoffe, dass dieser Anspruch von möglichst vielen geteilt wird. Da er aber nicht von allen geteilt wird, will ich am Ende noch etwas zum Thema Populismus sagen. Lassen Sie mich noch einmal einige Worte über das Ergebnis der Landtagswahl verlieren, das uns in der Tat die denkbar knappste Neuauflage von Schwarz-Grün beschert hat und eine neue Fraktion im Hessischen Landtag. Seien wir ehrlich, Ihre CDU, Herr Ministerpräsident, ist von den Wählerinnen und Wählern genauso abgestraft worden wie meine Partei, die Sozialdemokratische Partei. Wir haben viele, und ich sage entschieden zu viele Wählerinnen und Wähler an Parteien verloren, die auf unterschiedliche Art und Weise einen Populismus betreiben, der für sich in Anspruch nimmt, komplexe Probleme einfach lösen zu können. Das ist zum einen, wenn Sie mich ausreden lassen, Herr Wagner, werden Sie es gleich feststellen. Das ist zum einen der ordinäre, man könnte auch sagen, der hässliche Populismus von rechts, der Angstpopulismus, der damit spielt, dass sich Menschen in Phasen der Unsicherheit in eine vermeintlich gute, alte Zeit zurücksehnen, der aus dem Unbekannten und dem Fremden eine Bedrohung für Leib und Leben macht, der sagt, fürchtet euch, es ist alles ganz schrecklich. Euer Hab und Gut sind in Gefahr, eure Familien, eure Werte sind bedroht. Das ist der gefährliche Populismus, den Vertreter am Ende ein ganz anderes Land wollen, ein ganz anderes System, einen autoritären Staat, der Angeblichkeit Sicherheit gibt, tatsächlich aber nur Freiheit nimmt. Ja, der den freiheitlichen Rechtsstaat verachtet. Dieser Angstpopulismus ist nun auch im Hessischen Landtag vertreten, und wir müssen ihm gemeinsam als Demokraten entgegentreten. Es gibt aber auch den, lassen Sie es mich annäherungsweise formulieren, Kuschel- und Wohlstandspopulismus. Der ist nicht aggressiv, der ist nicht laut, der lebt nicht vom Skandal und der Provokation. Dieser Kuschel- und Wohlstandspopulismus erlebt gerade eine Hochphase, weil er letzten Endes ein ziemlich unpolitisches Wohlfühlpolitik anbietet. Er zielt auf Menschen, denen es materiell und sozial gut geht. Und die finden, dass es irgendwie schön wäre, wenn es anderen auch so gut gehen würde. Das Angebot dieses Kuschel- und Wohlstandspopulismus ist, kommt zu uns, dann gehört ihr auch zu den Guten. Wählt uns, denn wir sind allen anderen intellektuell und moralisch überlegen. Das ist Populismus für sozial, kulturell und finanziell gefestigte Bildungsbürger ohne Verlustängste. Und auch damit werden sich vor allem die beiden Volksparteien beschäftigen müssen und umgehen müssen. Denn auch das wird am Ende kein gutes Ende finden, weder für Hessen, aber auch nicht für Deutschland und Europa. Am Ende habe ich
in Antizipierung der Regierungserklärung des Ministerpräsidenten seinem Wunsch, den Koalitionsvertrag aufmerksam zu lesen, exakt dann aufgenommen und wahrgenommen, als der Koalitionsvertrag veröffentlicht wurde. Ich habe die 197 Seiten aufmerksam gelesen. Da gibt es manchen Spiegelstrich und manchen politischen Punkt, den ich ausdrücklich für richtig halte. Ich halte sogar Teile für gut. Ich bin nur gespannt, ob die Umsetzung wirklich so kommt. Beim Bildungsbereich habe ich dazu etwas ausführlicher gesprochen. Es gibt andere Bereiche, die ich Ihnen nicht abnehme, wo ich nicht glaube, dass es irgendeine Form von tragfähiger Antwort ist. Bei der Landesbestenehrung der IHK in Wiesbaden hat der Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir am Ende gesagt, dass es einen guten Koalitionsvertrag gibt. Aber wenn man einmal Schlafschwierigkeiten hatte, könnte man sich die 197 Seiten zur Hand nehmen, und es würde helfen, am Stück. Man kann es auch in Teilen lesen. Ich will es sagen, die Frage, ob das am Ende zu einer Schlafhilfe wird, weiß ich nicht. Ich finde, es lohnt sich, mit diesem Koalitionsvertrag in der Tat intensiv auseinanderzusetzen. Aber den Anspruch, den der Ministerpräsident heute formuliert hat, einen Aufbruch im Wandel, bei dem man ein Ziel braucht, eine Idee braucht und Mut braucht, das kann ich weder nach Ihrer Regierungserklärung, Herr Ministerpräsident, noch der Lektüre Ihres Koalitionsvertrages so uneingeschränkt teilen. Insofern werden diese 5 Jahre ganz sicherlich spannend und hochkontrovers. Herzlichen Dank.